Ja, herzlich willkommen zu unserem Special Orakel. Ja, die Spökenkiekerei und das Wahrsagen ist, glaube ich, so alt wie die Menschheit selber. Wer möchte nicht schon mal gerne einen Blick in die Zukunft werfen? Wir Glimmerfeen versuchen es so dann und wann auch. Es glückt nicht immer und die Erfolge sind manchmal doch recht zweifelhaft, aber wir versuchen es immer wieder. Und heute möchten wir euch ja Teil 1 unserer umfangreichen Orakel-Sammelleidenschaft vorstellen. Ja, wir haben unheimlich viele Bekannte auch, die gerne mal einen Blick in die Zukunft riskieren. Wir haben eine ganz, ganz tolle Astrologin darunter und auch Kartenlegerin. Und von ihr hatte ich mir damals beibringen lassen, wie man mit Skatkarten Karten legt. Aber die Skatkarten waren einfach nicht meins. Das findet man ja nach und nach da raus. Und ich habe eine ziemlich gute Trefferquote, wenn es um Lenormand geht. Lenormand sagt mir wahrscheinlich auch schon alleine zu, weil diese Karten hat sich Napoleon Bonaparte legen lassen. Und hat darauf natürlich auch geschworen. Klar und, jetzt. Wenn es für Napoleon gut war, wer sind dann wir Glimmerfeen, dass wir sagen, das ist nicht das Absolute. Ja, und bei Lenormand gibt es verschiedene Kartendecks. Und ich arbeite mit diesem Kartendeck. Das ist ein Jugendstil-Kartendeck. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach schon mal die Sonne. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Es sind bezaubernde Karten. Von hinten sehen sie so aus. Das ist dieses Lilienmotiv. So spektakulär. Wo ist denn diese wunderschöne Karte? Ach, das ist meine Lieblingskarte. Zum Beispiel haben wir hier die Karte Die Sterne, Nummer 16. Die sieht dann so aus. Es ist wunderschön. Also ich bin total verliebt. Mar wird euch gleich zeigen, die Karten, mit denen ich gelernt habe, das Lenormand zu legen. Oder Lenormand-Karten zu legen. Aber ja, das ist jetzt der Herr. Wenn der auftritt, dann sind alle immer ziemlich froh. Der Herr zu Bube. Ja, und das sind, mit denen hat Sina halt das Lenormand-Karten legen gelernt. Jetzt sind es meine Karten. Ich habe sie von Sina geerbt. Und sie sind ja auf ihre Weise genauso auch so schön. Also, es ist schwierig. Würde ich nicht so auf Jugendstil abfahren, wären das auch immer noch meine Karten. Ich eigentlich auch, aber. Egal. Ach, es ist jetzt wurscht. Ich zeige euch jetzt mal, das ist der Hund, der steht für einen treuen Freund oder eben auch für das Haustier. So sieht hier jetzt zum Beispiel die Sonne aus. Also die Karten sind auch sehr schön. Sie sind von hinten schöner. Ja, das sage ich mal dazu, obwohl man die ja gleich aufdeckt. Also, oder hier zum Beispiel das Haus. Die Karten sind sehr, sehr schön. Also, mit den Karten ist es ja so, nach einer gewissen Zeit hat man es eigentlich raus. Und man sollte sich auch mit dem Kartendeck, mit dem man arbeitet, sehr genau beschäftigen, welche Bedeutung die Bilder für einen selbst haben. Es geht ja auch immer um die Eigeninterpretation. Dennoch gibt es ja Bücher, mit denen man Karten legen lernen kann. Und da habe ich jetzt zwei rausgelegt. Einmal das zu diesen Karten. Das fand ich eigentlich am besten. Das ist nämlich Mystisches Lenormand. Die 36 Wahrsagekarten nach Marie-Anne Lenormand. Keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Marianne? Keine Ahnung. Ja, von Regula Elisabeth Fichter. Und es ist super gut geschrieben. Es sind auch immer die Kombinationen hinten drin, wer mit wem und wie und was und wie man es deuten kann. Genau das gleiche hat auch gemacht Iris Trettner. Von der habe ich drei Bücher. Aber ich finde die Bücher zwar gut, aber ich finde sie nicht so gut. Oder sagen wir, das hier kommt eher meiner Interpretation nahe. Aber mit diesem Buch kann man den meisten Spaß haben, denn da geht es darum, wie sieht er aus? Der Mann, der da mal kommen wird. Und ja, wir haben eignet da also sich schon, super als Partyspiel. Ja, wir haben also schon unterm Tisch gelegen und haben gebrüllt vor Lachen. Ja, ich bekam dann irgendwie eine kleine dicke Kugel. Und Wir haben schon so gelacht, man muss dann alle Karten auslegen und dann wird immer gesagt, so wenn du jetzt zum Beispiel, also das macht mega viel Spaß, das ist so lustig, also wie zum Beispiel die Statur des Reiters und dann steht da zum Beispiel, du hast den Klee und er sieht knabenhaft aus. Sagen sie da vielleicht noch. Und dann hell, und dann die Hautfarbe ist zum Beispiel Mahagoni. Und dann die Haarlänge ist
die Wolken, zum Beispiel schütteres Haar, aber geschickt zurecht frisiert. So, und dann hat man allgemeines Aussehen vielleicht, der Bär, dann heißt es Akne-Narben. Und es fängt vielleicht noch ganz gut an und derjenige, der am Gegenüber sitzt, sagt, oh, ja, ja, das hört sich gut an. Und dann, nein, nein, sowas kämen wir nicht ins Haus. Und man hat mega viel Spaß damit. Alleine dafür hat sich dieses Buch schon echt gelohnt. Ich weiß, man sollte es ernsthafter betreiben. Aber ja. Für mich gehört auch immer eine Prise Spaß dazu. Also man kann... Also man sollte sich jetzt nicht daran festklammern. Die Karten haben oft recht, erschreckend oft sogar. Aber es ist nicht so, dass man sein Leben danach ausrichten soll. Und da ist ja auch die Frage, darüber wollen wir jetzt gar nicht diskutieren, ist es so, ja, dass man im Grunde genommen die Karten legt und es gibt die selbsterfüllenden Prophezeiungen, oder ist es so, dass die Karten wirklich einen Blick in die Zukunft werfen? So, dann haben wir dieses hier. Der tibetanische Almanach, ein Orakelspiel mit persönlicher Weissagung für jeden Tag. Ja. Hiervon sind wir persönlich nicht so begeistert. Das hat uns aber eine Freundin empfohlen, die darauf schwört. Wir sind da, glaube ich, nie so ganz durchgestiegen. Ist einfach nicht unseres. Das ist ja, es ist ja sehr, sehr wichtig, dass man das Richtige auch für sich findet. Weil jeder ist nun mal anders und jeder mag andere Sachen. Es ist ganz nett aufgemacht und ja, unsere Freundin hat jedenfalls gesagt, bei ihr und ihrer Familie hätte das immer super gut gepasst. Und ja, bei uns nicht so. Aber vielleicht haben wir auch irgendwas falsch gemacht. Wie gesagt, das hat sich uns nie ganz erschlossen. Aber vielleicht ist es ja was für euch, also guckt es euch mal genauer an. Ja, und hier habe ich Ich wünsch dir was von der Firma Padlock. Nochmal ganz herzlichen Dank an Silvi für dieses super nützliche und schöne Geschenk. Und in diesem Schächtelchen befinden sich Blüten, wie ihr hier sehen könnt. Und ich ziehe jetzt einfach mal eine. Ich will auch eine ziehen. Du willst auch eine ziehen? Eine ziehe ich auch. Also jetzt ich ziehe. Ohne große Konzentration oder sonst was. Bei mir steht, ich wünsche dir Geduld mit dir. Du hast sie genauso verdient wie deine Mitmenschen. Mhm. Ach so, ja, was ich habe. Toll, Sina. Nicht wie viel wir haben, macht uns glücklich, sondern wie sehr wir es genießen. Wir haben viele Schätze und sie machen uns sehr glücklich, sei aber jetzt so gesagt. Ich glaube, dies finde ich ja noch viel schöner. Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man ein Schönes bauen. Und dieser Spruch von dem guten Johann Wolfgang von Goethe, ja, der hat ganz viel, finde ich. Ja, also man kann jetzt immer mal zwischendurch einen Spruch ziehen und... als Tagesmotto oder wie soll es weitergehen oder wie ist meine Situation. Ich mag ja diese ganz kurzen Orakel auch sehr gerne, wenn man einfach mal wissen möchte. Ja, das Tagesmotto zum Beispiel. Finde ich wunderschön, ist auch eine ganz tolle Geschenkidee. So, dann kommen wir ja, für was entscheide ich mich denn jetzt? Menemu. Ich entscheide mich hierfür. Das Orakel der Göttin von Doreen Virtue. Und ja, das musste ich mitnehmen von der Esoterikmesse, ja, wo es nicht uns überall hingetrieben hat. Da waren wir mit Bekannten und ich war weniger begeistert von der Esoterikmesse, aber dann funkelte mich, ihr seht das hier, es funkelt. Es funkelte mich an. Es ist auch, die Karten haben einen goldenen Schnitt, es sieht saustark aus. Und. So sehen sie aus. Und es sind verschiedene Künstler, die dann halt die Göttin gemalt haben. Hier ist zum Beispiel die indische Göttin Kali. Dann gehen wir, ich glaube, in den keltischen Bereich. Brigid. Ups. Das war die Numerologie. Oder... Warte mal, darf ich einmal? Dana. Das ist zum Beispiel Dana und dann steht hier Hohe Priesterin. Du verfügst über göttliches Wissen, das anderen helfen kann, wenn du es weitergibst. Dazu gibt es dann ja hier dieses Buch und da kann man dann gucken. Dana, oder ich gucke jetzt nicht nach Dana, ich gucke jetzt einfach mal. Dum, 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 dum. Also hier zum Beispiel. Da hat man dann die Botschaft der Göttin, das Bedeutungsspektrum. Und nochmal eine allgemeine Information zu der Göttin, kann man auch so benutzen wie dieses
eben als Motto des Monats, des Tages, des Jahres, gerade zu Silvester, welche Göttin wird mich vielleicht begleiten? Also es ist sogar Mutter Maria dabei, erwarte ein Wunder, vertraue darauf, dass deine Gebete erhört werden. So, aber wie gesagt, in diesem Büchlein stehen noch mehrere Infos, ja, noch die Geschichte der Göttin und halt, was sie einen in Kurzform sagen will oder worauf man auch in Langform achten sollte. Das ist ein kleines Orakelspiel, was wir auch immer mal ganz gerne machen, wenn jemand jetzt von unseren Freunden gerade ein kleines Down hat oder irgendwie nicht weiß, wie er weiterkommen soll. Dann sagen wir, hier, zieh eine Karte oder wir machen es auch mal per Telefon. Ich gehe da gerade mal mit der Hand drüber und du sagst Stopp. Und es passt eigentlich immer ganz gut und gibt ein bisschen Aufwind. Ja, so, was habe ich hier Feines? Das ist ein Froschkönig küsst Dornröschen, das Traumprinzenspiel von Dietmar Bittrich. Und Dietmar Bittrich ist ja auch der Erfinder des Gummibärchen-Orakels, das wir nicht haben, aber das kann man prima online spielen. Wir setzen den Link mal mit rein. Es ist genau, echt ein tolles, bitterböses teilweise Orakelspiel. Und es gibt das auch für die Liebe extra nochmal. Ja. Also hier sind die verschiedenen Märchenfiguren. Wenn man jetzt zum Beispiel Aschenputtel ist und man trifft den Königssohn, was das zu bedeuten hat. Wir haben es jetzt schon längere Zeit nicht mehr gemacht, was das tapfere Schneiderlein bedeutet. Oder man kann das wohl als Partyspiel sehen, aber es läuft also nach Nummern. Man muss irgendwie den Tag seiner Geburt mit dem heutigen Tag zusammenziehen, davon die Quersumme und dann weiß man, welche Märchengestalt man ist oder halt der Herzkönig für eine Märchengestalt ist. Und dann kann man gucken, wie gut das zusammenpasst oder auch einfach nur auf sich selbst, wo man im Moment steht. Das letzte Mal, wo wir es gemacht haben, ich weiß gar nicht, welche Prinzessin ich war. Zum Beispiel Schneewittchen trifft dem, nehmen wir jetzt einfach mal Schneewittchen trifft den Wolf. Er ist nicht der Typ, der direkt und klar sagt, was er will, aber Klarheit braucht sie jetzt. Die Zeit des verdeckten Schachzüges ist vorbei und so weiter, wie es im Märchen dann so weitergeht. So, und das Geniale ist, das ja, Cover ist der Traum. Also hier oben, das Gold glänzt, also Gold das ist... Das Krönchen auch. Das Krönchen und so weiter. Und der Frosch glitzert. Und der Frosch hier unten glitzert. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen. Es ist also, auch wenn man es einfach irgendwo hinstellt, es ist es die Schau. Verlegt vom Koppenrad Verlag. So, dann kommen wir auch nochmal zu Bittrich. Bittrich wird euch in dieser Sektion, auch in Volume 2, noch öfter begegnen, weil wir einfach Bittrich-Fans sind. Wir mögen seine bösartige, aber treffende Schreibweise. Ja. Und er hat auch gemacht das Schloss der Schicksale, das königliche Orakelspiel. Und was steht hinten drauf? Dieses ist das geheimnisvolle Buch, das Prinz William zum Geburtstag bekam. Das legendäre Orakelspiel der Könige, erstmals ins Deutsche übertragen vom Erfinder des Gummibärchen-Orakels. Sie brauchen nur zwei Daten, ihren Geburtstag und das Datum des heutigen Tages. Schon öffnen sich Türen zu den Räumen uralter Weisheit. So, und dann sind da, also der erste Schlüssel, den man dann errechnen muss, aber keine Sorge, das geht ganz leicht, ist dann halt, in welchem Saal man ist. Man ist dann vielleicht im Saal der Entdecker oder der Saal der Ritter oder der Saal der Liebenden. Und dann muss man noch sagen, in welchem Raum man kommt. Das ist auch nochmal eine kleine Rechnerei, aber wirklich nur eine kleine Rechnerei. Und dann ist man zum Beispiel, gucken wir doch mal, die Kappe des Till-Eulenspiegel. Und dann ist da, wie beim Gummibärchen-Orakel auch, eine Geschichte, worüber man nachdenken sollte. Gar nicht lang, eine Seite. Und ja, immer auch auf einen selbst dann bezogen, was man vielleicht gerade in seinem Leben überdenken oder ändern sollte. Es sagt einem nicht die Zukunft voraus, sondern gibt eigentlich nur Gedankenanstöße. Ja. Also wir machen zum Beispiel sehr, sehr gerne auch Silvester. Was bringt das nächste Jahr? Dafür wo befinden wir uns? Dafür haben wir aber die Rechnerei leicht abgeändert. Wir mussten jedes Mal wieder erstmal eine Stunde überlegen, wie wir das immer machen. Aber es hat uns schon den einen oder anderen wirklich guten Gedanken gegeben und manchmal passt es sogar. Oder es passt ziemlich oft. Ja, können wir also auch nur wirklich, wirklich, wirklich empfehlen. Ja, weil er schreibt brillant. Also wir lieben seine Schreiber. Ja, Numerologie ist ja auch ein riesengroßes Thema. Dieses Buch hat uns da besonders gut gefallen. Zauber, Zahlen, Titanias Buch der Numerologie, Zahlen, Zauber. Hier kann man also es hat eben ein bisschen was mit Rechnerei immer zu tun, aber man kann zum Beispiel gucken, was bedeutet die Zahl 8 in meinem Leben, was bedeutet das, wenn ich die Zahl 8 zum Beispiel als Hausnummer habe oder... Ich habe ein Tier, was die Zahl 8 hat oder ich habe ein Kind, ja, von dem ist die Lebenszahl die 4, wie gehe ich dann
mit so einem Viererkind um. Ich weiß zum Beispiel, dass Sechserkinder unheimlich sensibel sind. Bei uns in der Familie, mein Vater ist eine 3, ich bin eine 3, meine Mutter ist eine 3. Das sind eigentlich, ja, auch ziemlich die Entertainer. Wir drängen uns immer ganz gut und fallen uns auch regelmäßig alle 3 ins Wort. Dann gibt es noch die Masterzahlen, wie die 22 Stück, glaube ich, für Reisen. Im Leben. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und hier hinten kann man? Na. Kann man auch schauen, wer passt zu wem. Also, wenn der Partner eine 5 ist. 0 ist. Nein, Quatsch. Also, wenn der Partner zum Beispiel eine 1 ist und man selber ist eine 3 oder eine 5, kann man gucken, wie passt man zusammen, harmoniert das Ganze oder eben nicht. Auf Numerologie verlassen sich ja ganz viele Menschen. Ist zumindest eine interessante Sache, also uns hat es sehr viel Spaß gemacht und mit den Hausnummern und so ein bisschen was ist da schon dran. Es ist wirklich ein gutes Einsteigerbuch für Leute, die sich mit Numerologie befassen wollen. Wer sich dann intensiver damit befasst, oh Gott, die liegen bei uns im Moment ziemlich weit hinten im Regal, weil das war meine Phase, mit der ich mich beschäftigt habe. Numerologie. Ja, Penny McLean oder Lean. Penny McLean, kennt ihr vielleicht noch oder zumindest die etwas Älteren unter euch, kennen sie vielleicht noch von dieser Gruppe Silver Convention oder sie war ja damals auch so ein Disco-Sternchen, Lady Bump, sie ist ja eine, ja, kommt ja aus München, glaube ich, und sie hat damals eben diese ganze Disco-Musik gemacht und geht jetzt eher den esoterischen Weg, macht sie aber recht gut. Also hier geht es bei Numerologie und Schicksal, steht hinten drauf Geburtsdaten, Hausnummern, Tagesdaten. Die vielen Zahlen in unserem Leben haben eine tiefere Bedeutung. Und hier gibt es nochmal Numerologie und Namen. Sicherlich interessant zum Beispiel für werdende Mütter, denn hier geht es Lisa, Tobias, Marie, Fabian. Welchen Namen soll ihr Kind tragen? War Twingo ein Glückstriff? Oh, ein Zufall? Waren Backstreet Boys nur eine witzige Idee? Anhand zahlreicher Beispiele aus Geschichte, öffentlichem Leben und Werbung vermittelt Penny McLean einen überaus interessanten sowie umfassenden Einblick in die Schicksalsgestaltung durch Namensgebung. Also auch bei Namen kann man rechnen und kann dann gucken, welche Laufbahn auch das Kind einschlagen wird, soll. Oder welchen Einfluss halt der Name auf das Kind nehmen wird. Nomen est Omen halt. Genau. Also wer da noch was für Numerologie sucht, hat hier mit sicherlich seinen Spaß. Ja, und das letzte Buch ist ein ganz simples Buch, das Orakelbuch, finde die Antworten auf alle deine Fragen, von Georgia Rutsis-Savas aus dem Verlag Ehrenwirt. Und das läuft einfach so, ich habe eine Frage, bam, bam, ich habe jetzt zwar keine, ist egal, dann schlage ich das hier auf. Was habe ich hier? Das Tarot. Du hast das Ass der Stäbe gezogen, bist du verpflichtet, wenn nicht, dann tritt zurück. Das hört sich gut an, ich trete dann hier von allen Ämtern zurück. Quatsch, den Gefallen tue ich euch nicht, ich bleib schön hier. Du darfst auch einmal aufschlagen. Ich will auch einmal aufschlagen. Einmal werde ich das. Aufgrund deiner Tasse kann man die Umrisse deines Schirms erkennen. Du hast mehr Möglichkeiten, als du denkst. Jo. Ja, wir werden jetzt die Möglichkeit nutzen und werden uns an dieser Stelle von euch verabschieden. Vielleicht werden wir ja gleich mal unsere Kristallkugel, die wir nicht besitzen, herausholen und polieren. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Überblick über unsere Orakel geben. Es kommt ja noch ein zweiter Teil. Habt ihr denn irgendwelche Orakel oder Wahrsagekarten oder irgendetwas, womit man mal in die Zukunft linsen könnte? Legt ihr Tarot, pendelt ihr oder schaut ihr in die Kristallkugel? Haltet ihr mehr von Astrologie oder von Kaffeesatz? Lasst es uns wissen. Wir freuen uns auf eure Antworten. Genau.